Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie uns beginnen zu unserer Pressekonferenz, um die Initiativen der AfD auch diese Woche wieder Ihnen vorzustellen. Sie wissen ja, AfD, das war die Fraktion, die den Global Compact on Migration, den globalen Pakt über Migration, der Verschwiegenheit entrissen hat, der Nichtbesprechung, der Nichtdiskussion, dem heimlichen Durchwinken, auch auf Bundestagsebene. Aus unserer Sicht ist dieser Global Compact einer der wichtigsten Texte der Gegenwart überhaupt. Und das bestätigt jetzt sich von allen Seiten, dass hier die AfD als Opposition funktioniert hat und dieses wichtige Thema publik gemacht hat, in die Öffentlichkeit gebracht hat, die sich damit auch befasst. Nahezu alle Zeitungen, alle Medien, alle Fraktionen haben sich jetzt damit zu befassen und das muss auch so sein, weil der Text dementsprechend ist. Auch in der aktuellen Woche, die Unterschrift steht ja noch aus, die wird Anfang Dezember sein in Marrakesch. Deshalb wird auch in dieser Woche die AfD hier wieder die Initiative ergreifen und zwei Anträge zu diesem Thema machen, zwei wichtige Anträge. Der erste Antrag ist, die Bundesregierung möge eine Protokollerklärung in Marrakesch ergänzend abgeben. Eine Erklärung, die sicherstellt, dass die Unverbindlichkeit, die sie ja dauernd behauptet, die Bundesregierung behauptet das, der Pakt sei ja völlig unverbindlich, dann kann man das doch ganz einfach in wenigen Sätzen ergänzend zu Protokoll geben. Das ist unser Antrag und Kanzlerin Merkel hat in Warschau anlässlich eines Auslandsaufenthalts, ist sie dazu gefragt worden, hat sich auch nochmal geäußert, der Pakt sei ein politisch, nicht jedoch rechtlich verbindliches Abkommen. Wenn sie das so sieht, wenn das so ist, wenn die Bundesregierung das so meint, dann möge sie das in einer kurzen Protokollerklärung in Marrakesch erklären und zu Protokoll geben. Das ist unser Ansatz und das ist unsere Forderung. Wir wissen, dass etliche Sympathisanten für diesen Antrag, die Restvernunft in der CDU ist da noch nicht gänzlich ausgetilgt, da gibt es etliche Leute, die das unterstützen würden. Bin mal gespannt, ob die da im Plenum auch zu ihrer Meinung stehen und sich entsprechend zu unserem Antrag verhalten. Näheres dazu wird Gottfried Curio, den Sie auch kennen, noch sagen und insbesondere auch Fragen zu Details beantworten. Das ist erstmal einer, das ist die Protokollerklärung. Der zweite Antrag im Vorwege, das ist ein Moratorium, also eine zeitliche Verschiebung. Aber lassen Sie uns erstmal die volle Aufmerksamkeit diesem ersten Antrag widmen und dann dem zweiten bitte. Möchtest du noch ergänzen, Gottfried, und dann die Frage? Ja, ich werde einige Details noch zu dem ersten Antrag mitteilen und zum zweiten Antrag wird dann mein Kollege Martin Hebner, mit dem ich in allen Fragen dieses Global Compacts ganz eng zusammenarbeite, sprechen. Ein Antrag, der diese weitere Debatte darlegen wird, wie sie ja auch von Spahn und anderen gefordert wird. Jetzt zum Antrag auf Protokollerklärung zur Unverbindlichkeit. In der Tat, es ist ja ein wesentliches Argument der Regierung, dass der Antrag, der Pakt annehmbar sei, weil er doch so unverbindlich sei. Wir haben darauf hingewiesen in unserem Primärantrag in der letzten Plenardebatte, wo wir gefordert haben, das nicht zu unterzeichnen, dass die Gefahr oder die standardmäßig gegebene Gefahr besteht, dass der internationale Pakt Völkergewohnheitsrecht wird. Um dem zu entgehen, ist es notwendig, in der internationalen Ebene schriftlich eine Erklärung zu Protokoll zu geben, die den berühmten non-legally binding Charakter, den rechtlich nicht bindenden Charakter, nicht nur für jetzt, sondern auch für zukünftig festschreibt, dass dadurch also auch förderhin kein internationales Recht begründet wird. Es ist ja so, dass die Wortwahl im Pakt bewusst rechtlich unscharf ist. Schon der Begriff Pakt ist Non-Standard für die Erklärungen der Vereinten Nationen, die nicht völkerrechtliche Verträge sind, die von allen Parlamenten hätten ratifiziert werden müssen. Üblicherweise heißt das Resolution. Und nicht Pakt. Man begibt sich bewusst in die völkerrechtliche Grauzone des sogenannten Soft Law, was dann
nach der Annahme nach einigen Jahren, wie wir darauf hingewiesen haben, mutiert zu anerkanntem Völkergewohnheitsrecht. Eine weitere bewusst eingegangene begriffliche Unschärfe im Text des Paktes ist, dass er die Unterscheidung zwischen legal und illegal vermeidet und sie herüber definieren will in das Begriffspaar regulär und irregulär, das keine anerkannten Rechtsbegriffe sind. Wir stellen weiterhin fest, dass die zu Beginn des Verhandlungsprozesses von einem Mitglied des Academic Council of the United Nations System bewusst bekundet worden ist, dass die ganzen Regeln globaler Migrationsfragen leiden an einem Lack of Enforcement, an einem Mangel an rechtlicher Umsetzungskraft, und das gelte es zu überwinden, und dafür seien Global Compacts, globale Pakte, im Unterschied zu Resolutionen das probate Mittel. Das sei also ein neues Modell für internationales Lawmaking, Gesetzgebung durch einen dynamischen politischen Prozess, sodass die schließlich als Völkerrecht verankert werden können. Nun, um das zu verhindern, ist die Protokollerklärung das probate rechtliche Mittel. Auch nach Auskunft des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages ist es genau diese Option, die möglich und nötig ist, um zu verhindern, dass rechtliche Softlaw-Konstruktionen nach einem gewissen Zeitablauf Völkergewohnheitsrecht werden, das einem dann hier wieder national entgegengehalten werden kann. Mit der Protokollerklärung wird dem entgegengewirkt. Und wenn es jetzt heißt, auch von Herrn Schäuble, der Pakt enthielte ja keine Verpflichtungen, zu denen wir nicht ohnehin verpflichtet seien. Ich erinnere nur daran, dass er ausdrücklich erklärt, man verpflichtet sich, Migration zu erleichtern und zu gewährleisten. Bitte, Migration an sich. Dort ist nicht mehr Bezug genommen auf Asyl, Fälle auf Schutzstatus, subsidiärer Schutz oder so etwas. Und es heißt, dass der Pakt durch koordiniertes Grenzmanagement sichere und reguläre Grenzübertritte gewährleisten will. Sanktionen gegen illegale Zuwanderer sollen überprüft und revidiert werden, ob sie nicht diskriminierend seien. Dieser Antrag ist also das, was auch Österreich macht. Die Aufforderung zur Abgabe, bei denen ist es die Abgabe der Protokollerklärung, sodass selbst bei Annahme, wie im Fall Deutschlands, der Pakt keine Bindungswirkung qua Völkerrecht bekommen kann, da man sich zum sogenannten Permanent Objector erklärt, was die Frage einer späteren Rückwirkung angeht. Eine nationale Regierung oder schon gar ein Parlament alleine, wie es jetzt der Unions- oder der Koalitionsantrag suggerieren will, kann sich gar nicht selbst im lediglich nationalen Rahmen von dieser möglichen Rückwirkung ausnehmen, da es eben Völkergewohnheitsrecht werden wird, wenn es erstmal mehrheitlich ja angenommen wird und dann in nationales Recht zurückwirkt, dieses überschreibend. Da kann keine nationale Entscheidung etwas dagegen machen. Selbst wenn zukünftige Regierungen sich dagegen aussprechen, was diese Regierung ja nicht tut. Deshalb muss auch Österreich das so machen. Österreich, das ja selbst nicht zustimmt, also eine distanziertere Haltung einnimmt, selbst die halten es für nötig, die Protokollerklärung hinzuzufügen. Die stimmen zwar jetzt nicht zu, werden aber mehrheitlich überstimmt, dann wird es Völkergewohnheitsrecht und würde dann von diesem internationalen Rahmen aus zurückwirken in nationales Recht, wenn sie nicht in diesem internationalen Recht gleich anfangs sich von diesem späteren Bezug ausnehmen. Das Ganze ist also ein niedrigschwelliges Angebot an Unionsdissidenten, denen ja immer erklärt wird, alles ganz harmlos, unverbindlich. Dann sagen wir, liebe Regierung, dann am richtigen Ort die richtige Erklärung, nicht hier im Deutschen Bundestag, was der Deutsche Bundestag findet. Selbst die Regierung könnte das nicht für die Zukunft aufheben, diese Bindungswirkung, sondern Protokollerklärung bei Unterzeichnung, wie es auch Österreich tut. Vielen Dank. So, Fragen zu diesem Thema? Oh, das alles so eingehend erklärt. Ah, doch, bitte. Doch. Mal eine Frage, weil es heißt ja, dass dann in den Ausschüssen über den Pakt doch diskutiert wurde. Wie sind denn Ihre Erfahrungen aus den letzten Monaten? War das denn mal ein Thema, auch in verschiedenen Ausschüssen oder eher nicht? Also im Innenausschuss noch nicht, wo wir beide sitzen, Gottfried. Der Außenausschuss Äußeres ist jetzt federführend nach
sozusagen Bundestagstagesordnungsdefinition, da wird das Thema nochmal aufgerufen werden. Ansonsten ist uns da weiter nichts bekannt. Es war ja ursprünglich so eingetütet, dass das sozusagen ganz schmal durch die politische Agenda geht. Deswegen wundert uns das nicht, dass das hier nicht, auch nicht in der Breite der Ausschüsse aufgerufen wird. Muss man offen so sagen, es war so angelegt. Dieser Pakt sollte unterzeichnet werden ohne große Diskussion. Das ist für uns nochmal ein deutliches Signal, wie Frau Merkel, Kanzlerin Merkel und das dahinterstehende politische System, was wir kritisieren, nicht das politische, sondern das merkelische System sozusagen, eines etwas linken, linksliberalen Zugangs auch zu diesen Bevölkerungsthemen, zur Grenzöffnung. Auch die ist vom Bundestag nicht verabschiedet, im Bundestag niemals diskutiert. Das war alleinige Anordnung der Kanzlerin. Dahinter steht ein System, gegen das wir opponieren. Und noch eine Frage, also gab es Gespräche, weil was mich mal interessieren würde, ich meine, die Schweizer machen nun nicht mit, die Österreicher machen nicht mit, von Ungarn und Polen wahrscheinlich kann man da gar nicht reden, aber wie ist denn die Diskussion, sind die alle deppert? Also wie ist denn eine Diskussion, also wie ist denn die Haltung der Deutschen da, dass die sagen, die sind alle, die verstehen das alle nicht? Oder der Deutschen meinen Sie jetzt? Also jetzt die Bundesregierung oder so. Das, also weil nein, dahinter steht wirklich die Idee, die in der UNO viele Sympathisanten hat und scheinbar auch in der deutschen Regierung, das, was wir System Merkel sozusagen nennen, einfach so ein Blick auf die Welt, der so aussieht, da sind nun im südlichen Afrika und in südlichen Bereichen große demografische Probleme, ein Überdruck. In den nördlichen Bereichen ist sozusagen irgendeine Art von Unterdruck, da sind demografische Probleme, da gibt es zu wenig Geburten. Irgendwie so einen Ausgleich da zu schaffen, dass das in Zukunft sinnvoll wäre, so eine Art Win-Win-Situation, das steht wörtlich im Pakt drin, so, Win-Win, alle haben dadurch einen Vorteil, unter Wegdefinition aller verhaltenskulturellen Integrationsprobleme, unter denen ja die ganze nördliche Halbkugel im Grunde leidet. Das sind nicht nur die Banlieues in Paris und in Brüssel, überall brennt's, überall sehen wir das, Clanherrschaften in bestimmten Stadtteilen, sogar in Berlin, anderen großen Städten auch, wo einfach ganz andere Verhaltenskulturen den Alltag prägen, wo Schutzgeld erpresst wird, wo wirklich massenhafte Probleme sozialer Art auftauchen, sozial-kultureller Art. Das wird hier alles weggelogen, wegdefiniert, wegbetrogen in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich eine dahinterstehende Utopie, dass es solche Unterschiede gar nicht gäbe. Und die Migration, kaum übertritt jemand die deutschen, schweizerischen oder skandinavischen Grenzen, verhält er sich sozusagen wie ein dort sozialisierter Bürger. Ist aber nicht der Fall. Und diese beiden polarisierenden Anschauungen, einmal diese globalisierte Idee einer universalistischen Sicht auf die Menschheit, wo nicht nur Menschenrechte universell sind, sondern angenommen wird, sozusagen verhaltenskulturell gibt es keine großen Unterschiede. Und die allein zu thematisieren, wäre schon ein Skandal. Irgendwie was Rechtes, Konservatives, Kaltes oder so. Und auf der anderen Seite, die das noch begreifen, es gibt diese Unterschiede. Und deswegen gibt es diese Integrationsprobleme, deswegen müssen die adressiert werden, deswegen ist Integration extrem schwierig, wenn fremde Kulturen zu uns kommen. Das hat mit dem einzelnen Individuum gar nicht viel zu tun, das kann nichts dafür, das ist auch kein kollektives Vorurteil. Es ist einfach empirisch feststellbar, dass es diese Probleme gibt. Diese beiden polarisierenden Ansichten sozusagen dominieren die politische Landschaft im Moment, deswegen steigen die Grünen auf der einen Seite und wir auf der anderen Seite im Parteiensystem. SPD und CDU sind innerlich gespalten. Peter Ramsauer, Ex-Bundesminister, sagt, dieser Pakt öffnet Tür und Tor für Massenmigration. Ex-Minister CDU-CSU. Da sehen Sie, wie gespalten die sozusagen Altparteien da sind. Aber das System Merkel, wie wir es definieren, hat diese globalistische Grundansicht. Nur so kann man so eine Grenzöffnung überhaupt nicht erklären, das einmal zu machen und über den humanistischen Ursprungsimpuls hinaus über Jahre aufrechtzuerhalten. Wir haben 15.000 bis 20.000 Menschen, die jeden Monat noch zu uns kommen, größtenteils ohne Papiere, einfach nur Asyl an der Grenze sagen. Das ist Teil dieser Grundsicht, die auch dazu führt, diesen Pakt möglichst stillschweigend, nicht debattiert, irgendwie durchzuwinken. Deswegen rufen wir das auf. Genau, ich wollte nur noch mal kurz präzisieren, weil was Ihr Eindruck ist, also wie hoch eigentlich der Anteil in der Union ist, die sagen, naja, also irgendwie scheint es ja doch nicht so ganz easy zu sein. Und wenn jetzt, deshalb die Frage mit Schweiz und Österreich, also wenn die jetzt auch so kritisch sind, dann muss man vielleicht ja doch noch mal drüber nachdenken. Also wie da Ihr Eindruck ist, das wollte ich. Das vielleicht nur einen Satz dazu und ich bin ganz sicher, dass gleich Martin Hebner mehr zu Schweiz und Österreich sagen wird. Aber nur einen Satz noch zur Ergänzung dessen und was Sie auch fragen. Nämlich einerseits, der Pakt selber legt fest, wie
Migration zu sehen sei. Er beschreibt sie im Wesen, ausschließlich ein positives Narrativ, sozusagen positive Erwartungen, die man damit verbinden kann. Und er legt tatsächlich gleichzeitig fest, dass wer anders darüber berichten würde, mit, also Medien, Presse, Stellen, mit finanziellen Repressionen zu rechnen hätten, in Ziel 17. Das wird als diskriminierende Berichterstattung dargelegt, wenn man auf die Schwierigkeiten, die Bernd Baumann gerade umrissen hat, im Integrationsbereich hinwiese. Und zu der Frage, die Sie gerade gestellt haben, wir sehen das eigentlich so, dass die Union ist jetzt durch die AfD-Öffentlichkeitsarbeit, wo auch der Kollege Hebner vielleicht gerade noch was zu sagen wird, vor uns hergetrieben worden, dass sie sich immer mehr herbeilassen müssen, zu sagen, ja, ja, wir geben das auch in den Bundestag, alles ganz harmlos. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, was sie dort bekunden, auch jetzt in dem bekannt gewordenen Antrag, ist es nur, dass es sozusagen hier auf nationaler Ebene etwas erklärt wird. Das ist alles eine komplette Täuschung. Damit sollen einerseits Unionskritiker und Wähler beruhigt werden. Aber der Goldstandard der tatsächlichen Wirkung ist die Protokollerklärung auf der internationalen Ebene, die potenziell Völkergewohnheitsrecht begründet. Nur das ist eine wirkungsvolle Maßnahme. Alles andere sind Nebelbomben. Aber jetzt würde ich gerne noch, noch Fragen zu dem ersten Thema, sonst kommen wir zum zweiten. Damit verbunden, du bist ja gleich dran, das kommt ja kurz an das nächste. Ich kann es aber kurz erläutern, was Sie gerade gefragt haben. Wenn Sie erlauben, denn Sie hatten gerade gefragt, ob die alle, Sie sagten, deppert sind oder ob die alle in dem Falle nicht wissen, was sie da täten. Schauen Sie, Herr Maas hat gestern in dem Falle auch wiederum, weil er in dem Fall bisher noch nicht wirklich informiert hat, gesagt, er hätte einen Bundestagsabgeordneten oder es wäre ein Bundestagsabgeordneter AfD ins Auswärtige Amt eingeladen worden. Zu zwei Gesprächen. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe nachgefragt über Staatsminister Roth und habe dort um Gespräche gebeten. A, bei der politisch zuständigen, für diesen Vertragsverhandlung politisch zuständigen Abteilung im Auswärtigen Amt und ausgehend von dem Gesprächsergebnis oder Nichtergebnis, um einen weiteren Termin bei der Rechtsabteilung, konkret bei den für die völkerrechtliche Beurteilung zuständigen im Auswärtigen Amt. Und diese beiden Gespräche haben ergeben, zum einen erstmal mit der politisch zuständigen Abteilung, dass sie alles andere als in dem Falle nicht wissen, was da passiert. Ganz im Gegenteil, die haben dringend darauf hingewiesen, dass das bloß nicht rechtliche Bindung bekommen darf. Das war denen komplett klar, dass das niemals rechtliche Bindung bekommen darf. Dass wir dann wiederum in Zweifel gezogen haben und sehr stark auch begründet, dass das doch wer rechtliche Bindung bekommt, hat dann dazu geführt, dass wir das weitere Gespräch mit der Rechtsabteilung geführt haben. Und denen war schon klar, was sie da verhandelt haben, aber, und das war jetzt mein persönlicher Eindruck, nehmen Sie es als meine Wertung, die stehen natürlich unter einem, ich nehme es mal ein bisschen so, wie in einer normalen Firma bestehenden Druck, ein bestimmtes Thema durchzuführen. Und das heißt, das ist deren Auftrag gewesen. Ich habe übrigens, da ich in Firmen langjährig tätig gewesen bin, auch mit großen Verhandlungen beauftragt, einfach mal nachgefragt, weil Sie sehen zwischen dem Zero-Draft vom 5. Februar zum Globalen Pakt für Migration und mit zum Final Draft vom 11. Juli eine Differenz, ein Hinzukommen von 9 Seiten. 9 Seiten und im Übrigen mit massiv weiteren Verpflichtungen. Und ich habe ganz schüchtern nachgefragt, da ich nun wiederum aus Verhandlungen kenne, ich weiß, wer was einbringt, ob die das auch wissen, wer das reingebracht hat. Ich habe 3, 4, 5 Mal nachgefragt, bis die Reaktion schon richtig, sagen wir mal, fast ärgerlich war. Man konnte es mir nicht erklären. Oder wollte nicht. Das ist jetzt Frage der Interpretation. Aber schauen Sie, ich habe ganz dezidiert nachgefragt, wer diese Verpflichtung, die expresses Verbes dort drinstehen. 87 Mal das Wort, wir verpflichten uns oder Verpflichtung oder Synonyme. Das ist eine in dem Falle massiv auffällige Verschärfung dieses Contracts zwischen dem Zero und dem Final Draft. Und wenn ich sowas sehe, dass man das mir nicht mitteilen kann, verzeihen Sie, aber dann wird jemand, der wie ich sehr stark in Großkonzernen auch tätig gewesen bin und für Verhandlungen zuständig war, sehr misstrauisch. Und das kann man gar nicht anders sagen. Das geht nicht. Ich muss dann auch herleiten. Und zur Frage der anderen Länder. Ich war in den Botschaften, unter anderem natürlich mit Polen, mit Österreich war ich in der Botschaft, da habe ich direkt bei den Kollegen auch im Parlament bzw. Regierung dann gesprochen. Vor 2 Wochen in der Botschaft in der Schweiz und dort haben wir Unterlagen ausgetauscht mit dem Schweizer Botschafter und dringend darum gebeten, was er auch zusagte, genauso wie der Referent, dieses weiterzugeben. Die Reaktion der Schweiz ist ganz klar. Wir haben Gutachten ausgetauscht aus Deutschland, übrigens auch aus Österreich, um hier in dem Fall für eine Sensibilisierung zu sorgen. Und die Reaktion der Schweiz ist eindeutig, die sagen, das ist so derartig, in dem Fall diffizil, dass wir ganz klar uns von einem Unterschrift, Annahme des Pakts in Marrakesch distanzieren
das ist ein Moratorium. Das ist in dem Fall im Interesse des Volkes, weil man selber in dem Fall nicht genau weiß, was sind die Konsequenzen, die genaue Abschätzung nicht in dem Fall im Griff hat, dann geht man erstmal in die vorsichtige Position, denn es hat ja keinen Sinn, sofort in dem Fall etwas zu unterzeichnen, anzunehmen, dessen Konsequenzen man nicht absehen kann. Okay. Und jetzt sind wir gut genau bei unserem Antrag, der genau auch das widerspiegelt. Denn jedem, der jetzt die Diskussion öffentlich erkennt, und Sie sehen jetzt in dem Fall ja auch die Meldungen, die in der Zeitung sind, von Ihren Kollegen, dass die Union jetzt versucht, im Innenverhältnis das Ganze abzumildern. Sie zeigen ja Wirkung. Sie sehen ja selber, dass das Ganze verbindlich ist. Sie sehen ja selber, dass Sie es nicht vorher wirklich komplett durchdrungen, salopp gesagt, überrissen haben. Dass Sie jetzt versuchen, im Innenverhältnis zu heilen, was nicht heilbar ist im Innenverhältnis, dann sehen Sie, dass das Ganze undurchdacht ist. Und ein zweiter Punkt noch dazu, es geht ja nicht nur um den globalen Pakt für Migration. Meine Damen und Herren, der Herr Maas wurde ja kritisiert für die, und zwar es wurde von allen, ob ihn annehmen, diesen Pakt, oder befürworten oder nicht befürworten, vollkommen egal, von allen kritisiert wegen der Öffentlichkeitsarbeit. Und es gibt ja noch einen zweiten Pakt, über den er noch gar nichts gesagt hat, den globalen Pakt für Flüchtlinge. Da ist nichts bisher gesagt worden. Und das ist ein Thema, da kommen wir jetzt gleich dazu, Aktuelle Stunde, und deswegen der zweite Antrag, der ganz klar sagt, wenn ihr eine, und das kann man mit Fug und Recht behaupten von jeder Seite, der sich damit beschäftigt hat, unterstützt das, miserable Öffentlichkeitsarbeit, miserable Vorbereitung im Parlament durchgeführt wurde, dann macht es nicht Sinn, überstürzt etwas anzunehmen, und das ist Inhalt des zweiten Antrags von unserer Seite, eines Moratoriums. Okay. Gibt es zum ersten jetzt noch Fragen? Diese Protokollerklärung? Das ist nicht der Fall, da kommen wir jetzt zum zweiten Antrag, damit verbunden. Auch das wieder ein Angebot, nicht zuletzt für die innerhalb der CDU-CSU, die sich in entsprechende Richtung schon geäußert haben, dass das vernünftig wäre, nämlich ein Moratorium, in diesem Fall in unserem Antrag ein halbes Jahr, weil die inhaltlichen Probleme, die Wertungen auch von Völkerrechtlern, die Sie bisweilen jetzt in der Öffentlichkeit lesen können, wie sie sich äußern, auch kritisch zu diesem Pakt, weil diese Wertungen, Ansichten, Expertisen noch nicht ausreichend gewürdigt sind. Also ein halbes Jahr, ein Moratorium bis zur Unterschrift. Es ist ja so, dass mehrere Länder, Martin Hebner hat es gerade erwähnt, enge Nachbarn wie Österreich und Dänemark da nicht mitmachen, aber auch Italien, aber auch Polen, aber auch Kroatien, Estland, Ungarn, die erachten sowohl diesen Global Compact on Migration, den Migrationspakt, als auch den damit verbundenen, Martin Hebner wird gleich noch was damit sagen, auch noch nicht zureichend beleuchteten Global Compact on Refugees, also Flüchtlingspakt, globalen Flüchtlingspakt, lehnen das ab. Auch in der Schweiz hat die Staatspolitische Kommission des Nationalrats dem Parlament empfohlen, beiden Pakten nicht zuzustimmen. Von dem zweiten haben Sie noch überhaupt wenig gehört, der sich mit dem ersten verbindet. Wie gesagt, da wird Martin Hebner gleich noch was dazu sagen. Aber weltweit, auch Länder wie Australien machen nicht mit, Israel oder USA. Deswegen das AfD-Petitum, im Zuge einer notwendigen gesellschaftlichen Debatte die Entscheidung zum Beitritt um ein halbes Jahr zurückzustellen. Näheres dazu, Martin, du hast schon vieles dazu ausgeführt, hast du noch ergänzend? Aber ja, gerne. Das heißt, ich gehe im Übrigen auch natürlich sehr, sehr gerne auf Ihre Fragen ein, aber ich will noch mal betonen, bislang wurde im Bundestag das Thema globaler Pakt für Flüchtlinge nicht behandelt, gar nicht. Das andere, globaler Pakt für Migration, haben wir als AfD A in der Aktuellen Stunde im April, genau gesagt 19. April, und B in dem Fall im Antrag vom, das war der 8. November, behandelt, debattiert. So, das heißt, es ist allein unsere Arbeit in dem Fall zu verdanken, dass es im Parlament und damit auch für die deutsche Bevölkerung überhaupt auch mal thematisiert wurde. Jetzt sind wir aber ganz klar bei dem Punkt. Es wird von der Bundesregierung weiter versucht, auch gerade diesen globalen Pakt für Flüchtlinge im Windschatten des globalen Pakts für Migration mit durchzuwinken. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Es muss eine öffentliche Behandlung stattfinden. Denn dieser globale Pakt, ich weiß nicht, wer von Ihnen den sich schon mal angeschaut hat, beinhaltet vor allem eins, ein massives Resettlement-Programm. Massive Regelung, in dem Falle nicht unter Steuerung der IOM wie im globalen Pakt für Migration, sondern in dem Fall unter Steuerung der UNHCR mit auch ganz klarer Koordination mit einem Beginn kommenden Jahr 2019 genannten Forum, nennen Sie es, oder in dem Falle Komitee, in der die Verteilung geben an Geldern, aber auch nehmen an Flüchtlingsströmen und auch Resettlement mit behandelt wird. Mit jeweils zweijährigen
alle 4 Jahre sollte stattfinden und alle 2 Jahre nochmal in dem Falle ein Exekutivkomitee mit dabei. Meine Damen und Herren, das muss diskutiert werden. Es muss von den Auswirkungen, wenn wir uns in dem Falle ganz klar vergegenwärtigen, welche Stimmung auch in der Bevölkerung ist und vor allem, welche Situation wir im Lande haben, auch klar mal bekannt gegeben werden, was da passiert. Ich will Sie nur erinnern an auch die Pressemitteilung von Ihnen vom 23. September, in der Herr Schäuble zitiert wird, das ganz klar sagt, die, die jetzt da sind, die können wir ja gar nicht mehr zurückweisen. Das ist im Prinzip, sie müssen integriert werden, ja auch kaum noch machbar. Sehen Sie die Überlastung der Gerichte, Verwaltungsgerichte etc. Und wenn Sie sich das vergegenwärtigen und Sie sehen jetzt, dass die Regierung zusätzlich zu dem Pakt für Migration noch einen für Flüchtlinge eingehen will, mit einem sehr ausführlich beschriebenen Resettlement-Programm, meine Damen und Herren, dann muss das doch irgendwann mal auch behandelt werden. Das muss im Übrigen genauso auch von Ihnen behandelt werden, von der Presse. Und es muss im Deutschen Bundestag thematisiert werden. Und das ist unsere Aufgabe diese Woche, nachdem Herr Maas trotz dem ersten, ja sagen wir mal, Alarmsignal immer noch nicht reagiert. Da ist er jetzt in dem Fall mit dem einen jetzt um die Ecke gekommen. Oh ja, hätte ich kommunizieren müssen. Und jetzt aber mit dem anderen immer noch nicht. Irgendwo hat er auch nicht aufgewartet. Und das muss passieren. So, wenn Sie Fragen dazu haben, sehr, sehr gerne. Ja, Moratorium, Aufschub um ein halbes Jahr. Der zweite Antrag, bitte. Ja, dazu habe ich eine Frage. Wird da rein technisch, wird das dann zusammen mit dem Migrationspakt verhandelt, verabschiedet, debattiert oder wie ist das technisch zu verstehen? Ganz einfach, der Moratoriumsantrag sagt, bitteschön, es ist momentan so viel ungeklärt, A zum globalen Pakt für Migration und für Flüchtlinge noch alles, der ist überhaupt nicht behandelt worden, dass wir bitte analog der Schweiz, ich habe mit den Kollegen der Schweiz gesprochen, einfach das Gesamtthema der Annahme um ein halbes Jahr zurückstellen, beider Pakte. Und erstmal eine Behandlung im Deutschen Bundestag und in der Öffentlichkeit durchführen. Es muss der Öffentlichkeit auch mitgeteilt werden, was sind die Konsequenzen. Und es muss im Übrigen, bitteschön, auch den Herren, Damen und Herren Volksvertreter irgendwann mal klar werden, die erst in dem Falle aufgrund unserer Anträge hellhörig geworden sind. Denn sonst wäre dieser Schnellschussantrag von der Union, der jetzt kommt, im Innenverhältnis müssen wir es anders regeln, sonst wäre der ja gar nicht begründbar. Übrigens, ganz kurz nochmal am Rand, was Gottfried Kurio gerade schon gesagt hat. Wir können im Innenverhältnis, sobald wir es nach außen angenommen haben, gar nichts mehr regeln. Das sind völkerrechtliche Verträge. Und dann ist salopp gesagt Schluss. Das heißt, da können sich die Regierung auf den Kopf stellen. Sie kann innenverhältnismäßig nichts regeln, wenn sie im Außenverhältnis das Ganze zusagt. Und von daher muss das vorher, bevor ich es Annahme nehme, geklärt sein. Und da ist die Diskussion. Ich meine, dass dieser Antrag, der jetzt von der Union kommt, ist wirklich nur eine sehr, sehr heiße Nadel, die kaum einer in die Hand nehmen möchte. Das muss vorher geklärt sein. Und da ist ein halbes Jahr, sich Zeit zu nehmen, das mal bitteschön auch mal öffentlich zu debattieren und das Auswärtige Amt mal auch ein bisschen mal zu Rede und Antwort zu bewegen, mehr als sinnvoll. Und deswegen dieser Antrag, und da steht zwar AfD drüber, aber es ist sehr neutral gehalten. Es geht uns darum, dass in den Ausschüssen dann Experten, Fachleute mit zur Rede kommen, befragt werden und das Ganze sinnvoll aufgearbeitet wird und nicht hoppla hopp, einfach noch so schnell kurz vor Weihnachten angenommen wird. Okay. Also Sie sehen, wir haben diese beiden Anträge. Zusätzlich haben wir eine Aktuelle Stunde beantragt mit dem Thema Global Compact, aber insbesondere auch mit dem neuen Global Compact on Refugees, Flüchtlinge, ein Pakt, ähnlich wie der Global Compact for Migration. Martin Hebner und Gottfried Kurio haben es schon ausgeführt, der im Bundestag überhaupt noch nicht zur Sprache kam, aber eine genauso große Wichtigkeit hat für Deutschland. Das sind, wie gesagt, die wichtigsten Texte der Gegenwart aus unserer Sicht. Und je näher Sie draufschauen, auch große Teile der Presse, das sehen wir ja, allein am Wochenende Stefan Aust in der Welt auf 3 Seiten, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, einer der besten Rechercheure, die wir haben im Land, zu einer ganz eindeutigen Meinung kommt, die voll unterstützt unsere Sichtweise und die viele andere Experten. Aktuelle Stunde, ist ja schon gesagt, wann die stattfindet? Die ist, Aktuelle Stunde kann Mittwoch, Donnerstag, Freitag sein. Wir haben sie für Mittwoch jetzt mal, beziehungsweise für Donnerstag haben wir sie angemeldet. Gut, dann kommen wir, wenn keine Fragen sind, zum nächsten Thema. Da geht es um die Entpolitisierung der Justiz und der Sicherheitsbehörden. Sie haben ja sicher mitgekriegt, in der vergangenen Sitzungswoche wurde Stefan Habert von der CDU gewählt als Richter am Bundesverfassungsgericht, auch mit der Maßgabe, künftig Präsident des Bundesverfassungsgerichtes zu werden.
Und da muss man sagen, das ist schon eine Wahl eines, wie wir ihn erfahren haben, geübten Parteisoldaten der CDU. Und das ist eine Praxis, die doch einige Fragen aufwirft, da auf diesem Wege aus unserer Sicht politisieren die Altparteien, wie wir sie nennen, damit Justiz- und Sicherheitsbehörden im Kern. Man muss sehen, wie Stefan Habert zuvor noch in glühender Rede den Global Compact verteidigt hat, ganz im Merkelschen Sinne. Und gleichzeitig ist die Rechtslage so, dass führende Beamte der Sicherheitsorgane von der Regierung abgesetzt werden können als politische Beamte. Alles das ist eine Praxis, die die Legitimität der deutschen Justiz- und Sicherheitsinstitutionen beeinträchtigen könnte. Deswegen ist es ein Petitum der AfD, mit einem Gesetzentwurf diese Wahl durch Politiker zu beenden. Der Bundesverfassungsrichter der obersten Gerichte, der Richter der Obergerichte der Länder. Und die Wahlen sollen künftig aus den Reihen der Justiz selbst erfolgen. Und der Einfluss der Politik beschränkt sich dann auf die allgemeine Dienstaufsicht. Auch dafür haben wir wieder einen Experten, unseren ehemaligen leitenden Oberstaatsanwalt Roman Reusch, der den Antrag eingebracht hat mit viel Sachkunde und jetzt ergänzend noch einiges dazu sagen wird und dann Ihre Fragen im Detail auch beantworten wird. Entschuldigen Sie, wäre schön, wenn Sie wirklich da an sich bleiben. Na gut, das macht man nicht alle für die Presse. Nochmal. Und sogar seit Hintern löschen. So, meine Damen und Herren, wozu braucht man eine Entpolitisierung der Justiz? Herrscher dieser Welt haben schon immer die Eigenheit gehabt, ihre Macht zu festigen und auszubauen und eventuelle Hindernisse zu beseitigen. Im Zuge der Entwicklung wurde daraus aus dieser Erkenntnis die Idee der Gewaltenteilung geboren, um den herrschenden Steine in den Weg zu legen. Und besondere Funktion kam einer unabhängigen Justiz vor, die den Herrschenden zum Schutz der Bevölkerung in den Arm fallen soll. Nun ist das mit der Unabhängigkeit der Justiz so eine Sache. Als die in Preußen eingeführt wurde, wir reden ja vom Anfang des 19. Jahrhunderts, da soll der damals vorhandene preußische Justizminister gesagt haben, sollen die Richter ihre Unabhängigkeit ruhig haben, solange ich es bin, der ihre Beförderung entscheidet. Dabei ist es geblieben in den letzten 200 Jahren. Auch nach Einführung der Parteiendemokratie hat sich an diesem Zustand nichts geändert. Was früher Vorrecht des Königs war, nämlich Richter zu ernennen, das nennt man heute unter der heiligen Fahne der demokratischen Legitimation das Vorrecht der Parteien. Denn die Parteien fummeln in sämtlichen Richterwahlausschüssen mit rum und wer befördert werden will, der tut gut daran, höheren Orts nicht unangenehm aufzufallen. Das ist einfach so. Es ist ein Stück Überbleibsel aus feudalistischen Zeiten. Und ebenfalls übergeblieben ist die Sitte, die wirklich wichtigen, entscheidenden, einflussreichen Positionen mit Vertretern der Herrschaftsschicht zu besetzen. Und ein wunderbares Beispiel haben wir in der letzten Woche erlebt. Bernd Baumann hat es eben genannt. Unsere Kanzlerin war in der Lage, sich den künftigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts auszusuchen. Denn er wird der Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden, nach menschlichem Ermessen, der gewählte Kollege. Also ein aktiver Politiker unmittelbar hinein ins Bundesverfassungsgericht. Das ist ein klarer Schritt hin zur Durchpolitisierung der Justiz und eine durchpolitisierte Justiz ist gefährlich. Sie wird nämlich im Dienste der Herrschenden handeln, in politische Ziele durchsetzen. Sie wird nicht den Bürger schützen vor den Herrschenden, sondern im Gegenteil die Herrschenden vor der Opposition. Und deswegen muss man diesen letztlich in der Natur des Menschen, wie gesagt, Herrscher haben sich schon immer so verhalten, gelegenen Effekt muss man bekämpfen, indem man die Politik zwingt, ihre Finger aus der Justiz herauszunehmen. Und das geht eben nur, wenn man die
die Bundesverfassungsrichter, die Bundesrichter aus dem Kreis der Bundesrichter und Bundesanwälte selbst wählen lässt. Wir haben auch die zu Wählenden, die Kandidaten, müssen nach unserem Entwurf entweder Bundesrichter oder Bundesanwälte sein. Es geht also nicht, dass man einen Politiker dafür nimmt. Und man kann pro Senat, müssen also 6 Bundesrichter sein, 2 Mitglieder des Senats können entweder Bundesanwälte oder Hochschulprofessoren sein, Hochschullehrer. Bei den Bundesrichtern, also die Mitglieder der Bundesrichter, die müssen sich ebenfalls aus der Justiz speisen. Da haben wir also erfahrene Kollegen, können sich da bewerben, Mindestbesoldungsstufe R2, das ist Vorsitzender Richter am Landgericht, für Beförderungspositionen, also wer Senatspräsident eines BGH-Senats werden will, der muss mindestens nach R3 besoldet werden, also zum Beispiel Vorsitzender eines Oberlandesgerichts, eines Senats eines Oberlandesgerichts. Wenn wir das verwirklicht hätten, dann hätten wir tatsächlich der Gewaltenteilung einen großen Dienst erwiesen und sie in Teilen erst wiederhergestellt. Parallel soll das, hat Bernd Baumann auch schon erwähnt, bei in den Ländern mit den Oberlandesgerichten so laufen. Auch deren Präsidenten sind von und Richter sind von Wahlausschüssen, die aus den Justizangehörigen selber gewählt werden, zu besetzen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Unabhängigkeit der Staatsanwälte. Der eine oder andere wird wissen, dass es seit alters ein Weisungsrecht der Ministerien gegenüber den Generalstaatsanwälten gibt. Ein Weisungsrecht in der Sache. Das wird selten ausgeübt, weil Justizminister selten bereit sind, nach außen hin Verantwortung zu übernehmen. Das läuft dann wie folgt, man lässt anrufen. Das heißt, ein Referatsleiter oder Abteilungsleiter aus dem Justizministerium greift zum Telefon und ruft auch nicht den Leiter der Staatsanwaltschaft, sondern einen aus der dortigen Führungsebene an und lässt mitteilen, der Minister habe da Sorgen, ob das auch alles richtig läuft und bittet doch inständig dafür Sorge zu tragen, dass alles richtig läuft und bittet auch gerne auf kurzem Dienstweg unterrichtet zu werden. Und dann weiß jeder erfahrene Beamte, was das Stündlein geschlagen hat. Der Minister wünscht eine bestimmte Entscheidung. Und wer noch was mit sich vorhat, der ist gut beraten, wenn er diesen höheren Willen in seine Entscheidungsfindung mit einbezieht. Das ist gelebte Realität. Und deswegen müssen die Staatsanwälte, die Generalstaatsanwälte jeweils, richterliche Unabhängigkeit erhalten. Das heißt, das Weisungsrecht muss weg. Der ist also nur noch ausschließlich an Recht und Gesetz orientiert und niemand kann ihm Befehle erteilen. Das ist wichtig, die Generalbundesanwalt und die Generalstaatsanwälte der Länder, die nun wieder analog der Richterwahl aus der Justiz selbst zu wählen sind und nicht von den herrschenden Politikern ernannt werden können. Und wenn Sie da mal hinter die Kulissen geblickt haben, was da los ist, nach welchen Kriterien solche Stellen besetzt werden, ich kann Ihnen versichern, sachliche Kriterien, Eignung und Leistung stehen relativ weit hinten im Ranking. Da geht es um andere Sachen, in erster Linie um politische Erwägungen. Das Wichtigste für den Politiker ist die Politik. Wenn Sie das verstehen. So, der dritte Punkt, das Thema der politischen Beamten. Auch ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten mit einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich unvereinbar. Politische Beamte, das steht im Paragraphen 54 Bundesbeamtengesetz und entsprechend in den Länderbeamtengesetzen, muss stets mit der jeweiligen Regierung politisch so in etwa auf einer Linie liegen. So, wenn die Regierung kann ihn jederzeit von heute auf morgen in den Ruhestand schicken. So geschehen im Fall Maaßen. Ein solches Vorgehen, gerade im Fall Maaßen, ist verheerend von der Wirkung auf den Staatsapparat. Der Beamte ist ja deshalb unkündbar, weil er auf Recht und Gesetz verpflichtet ist. Das ist seine oberste Pflicht und er muss auch widersprechen. Das sind alles, seit unvordenklichen Zeiten ist das alles geregelt.
Wer die Meinung hat, dass die Weisung, die er erhalten hat, rechtlich nicht in Ordnung ist, der hat die Pflicht zu remonstrieren. Er muss darauf hinweisen. Wenn er es nicht tut, kann er, wenn die Sache nachher schief geht, tatsächlich mitbelangt werden. Und wenn man nun politischer Beamter ist und jederzeit von heute auf morgen rausgekickt werden kann, dann ist das so ein bisschen schwierig mit dem Vorstelligwerden höheren Orts. Und wenn Sie sich mal die Liste anschauen, da sind Führungsetagen beim BND ab B6, also so ab Abteilungsleiterebene, politische Beamte. Leiter von Wehrbeschaffungsämtern, politische Beamte, wieso müssen die ständig in Übereinstimmung mit der politischen Linie der Regierung liegen? Das ist schlichtweg irre. Wir beschränken unseren Entwurf daher den politischen Beamten auf die politischen Staatssekretäre und auf die Regierungssprecher. Alles andere muss ganz normalen Beamtenstatus bekommen mit der Möglichkeit der Remonstration und dem Regieren dann zu sagen, hier überschreitest du eine rote Linie, das ist falsch. So. Wir haben im Übrigen davon abgesehen, in der vergangenen Woche anlässlich der Wahl eine Geschäftsordnungsdebatte oder was Ähnliches zu machen, um das zu problematisieren, weil wir gesehen haben, nach Gesetzeslage und Kommentaren soll diese Wahl nicht öffentlich kommentiert werden, um den zukünftigen Richter in seiner sozusagen in seinem Respekt, der ihm gegenübergebracht wird, nicht zu tangieren in seiner Autorität. Aber jetzt im Nachgang dieser allgemeine Antrag, vielen Dank dafür, Roman Reusch, generell das zum Aufhänger zu machen eines Antrages, die Politisierung dieser hohen richterlichen Autoritäten mal systematisch anzugehen, ist das, was wir deshalb in dieser Woche machen. Gibt es dazu Fragen? Wenn das sehr eingängig ist, bitte. Also ich würde doch sagen, Herr Reusch, weil Sie sagten Eignung und Leistung. Also bei Herrn Habert handelt es sich um Einzeljurist, bei Peter Müller handelt es sich um Einzeljurist. Nach Karlsruhe werden ja nicht irgendwelche Pfeifen da abgeschoben. Und zum anderen sind ja die Parteien sehr häufig enttäuscht worden von Urteilen. Beispielsweise als Schwarz-Gelb regierte die Wahlrechtsreform 8:0-Entscheidung. Also, ja. Ich habe jetzt nicht an der Person von Herrn Habert rumgekrittelt. Bitte auf keinen Fall missverstehen. Ich habe das Verfahren als solches kritisiert und ich meine, es ist zu kritisieren. Es ist richtig, dass die Parteien hin und wieder mit ihren Wünschen da durchaus auf die Nase gefallen sind, weil wem der Herr ein Amt gegeben und so weiter, weil die dann ein Eigenleben entwickelt haben, wenn sie erst mal im Amt sind. Aber der Versuch wird doch immer wieder gemacht. Das ist doch, kann doch niemand so naiv sein und anzunehmen, dass ein aktiver Politiker wegen seiner juristischen Qualifikation in ein solches Amt geschickt wird. Da hätten wir aber sehr, sehr, sehr viele in diesem Land, die vergleichbare juristische Qualifikationen aufwiesen. Und da muss auch das eine oder andere Moment noch hinzukommen. Und Eignung und Leistung bezog sich jetzt auf die Frage, wer in der Justiz zum Beispiel befördert wird. Da war ich bei dem Punkt, dass eben da auch Politiker zumindest mit darüber entscheiden. Politisch besetzte Wahlausschüsse, Senatoren, Minister und so weiter. Okay. Dazu noch Fragen? Dann kommen wir zum nächsten Thema. Da sehen Sie auch wieder die Breite und Spannweite unserer politischen Aktivitäten. Wir kommen jetzt nämlich zu einem technischen, wissenschaftlichen Bereich, nämlich der künstlichen Intelligenz. Insbesondere der Forschung und Anwendung für den Innovationsstandort Deutschland. Das muss fortentwickelt werden. Da müssen Initiativen entfaltet werden. Antragsteller in dem Fall ist Uwe Kammann und sein Team. Er selbst auch wieder aus dem sozusagen Leben kommend, aus der Erfahrung, der Expertise. Er war Gründer und Vorstand eines bedeutenden IT-Beratungsunternehmens. Ist also in den Themen drin, wie wenige nur im Bundestag, wenn Sie das mit den anderen Abgeordneten vergleichen, die eine Vita als Berufsabgeordnete haben. Künstliche Intelligenz ist eine Querschnitts- und Schlüsseltechnologie, die zunehmende Zahl von Anwendungen in Industrie und Wirtschaft bestimmen wird. Deutschland spielt dabei durchaus noch eine führende Rolle. Bei der Erforschung beispielsweise ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz das weltgrößte auf diesem Gebiet. Zahlreiche Absolventen in dieser
Spezialkategorie in führende Position von Forschung und Industrie sind weltweit implementiert, die aus Deutschland kommen. Aber zahlreiche andere Länder haben auch ambitionierte KI, künstliche Intelligenzstrategien. Und deshalb bedarf es einer neuen Initiative. Es darf nicht nur Kompetenzzentren geben, sondern die müssen auch regionale Innovationscluster befeuern. Und Näheres dazu dann von Uwe Kammern, bitte. Ja, danke schön. Wir haben ja vor 2 Wochen alle die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung bekannt gegeben bekommen. Und mittlerweile ist ja im Bundestag der Begriff Digitalisierung und künstliche Intelligenz so ein Buzzword geworden. Und wir sind ein klein wenig enttäuscht, dass innerhalb der gesamten Digitalisierungsstrategie das Thema KI nur 2 Seiten hat. Wir haben viele Schwächen innerhalb dieser 2 Seiten gefunden und wollen der Bundesregierung helfen, unterstützend hier mit unserem Antrag, dass die KI-Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Sie müssen wissen, dass KI schon seit über 30 Jahren in Deutschland geforscht wird und wie Herr Baumann ja gerade schon sagte, mit dem DFKI haben wir das größte Forschungszentrum KI weltweit. Und damit wir weiterhin einer der führenden Positionen innehalten und auch diese noch entsprechend ausbauen, müssen wir hier gemeinsame Anstrengungen durchführen, um das dann auch tatsächlich umzusetzen. Ich möchte noch ein paar wenige Punkte eingehen von dem gesamten Antrag als solches und im Vorgriff noch mal sagen, dadurch, dass das Thema künstliche Intelligenz so gespielt wird von der Bundesregierung und der allgemeinen Situation, die wir so haben, hätte ich es mir eigentlich gewünscht, dass zuerst bei der Bundesregierung die natürliche Vernunft eingekehrt wäre, bevor wir über künstliche Intelligenz sprechen dort. Aber es ist halt ein wichtiges Thema. Was für uns ganz wichtig ist, wurde schon angesagt, die Vernetzung von Forschung und mit der Wirtschaft, vor allen Dingen mit dem Mittelstand. Also in Deutschland werden wir sehr stark das Thema IoT zukünftig fördern können, also Internet der Dinge. Das Plattformgeschäft ist momentan schon größtenteils in US-amerikanischer Hand und in ausländischer Hand. Und in dem Bereich Internet der Dinge können wir aufgrund unserer Kompetenz, die wir in Deutschland haben, in dem Produktionsgewerbe, wo wir sehr stark sind als solches und im hochinvestiven Bereich, können wir tatsächlich noch punkten und das muss entsprechend ausgebaut werden. Und deswegen kritisieren wir unter anderem, dass in dem Antrag oder beziehungsweise in der Digitalisierungsstrategie, wo auch dann KI beinhaltet, dass wir sagen, die sollen die Forschungszentren, die jetzt gebildet werden, die Kompetenzzentren sollen sich überregional weiterentwickeln. Es steht überhaupt nichts davon drin, dass es regional sich erst einmal positionieren soll. Und das sehen wir als sehr wichtig, weil in der Vergangenheit regionale Kompetenzzentren sehr erfolgreich gewesen sind, wie der Spitzencluster oder das Landesprogramm Cyber Valley. Weil das ist für uns unbedingt notwendig, weil wir ein hohes Vertrauenspotenzial auch brauchen zwischen Wirtschaft und zwischen Forschung und möglichst natürlich auch Bildung. Und das ist aus unserer Sicht elementar und erstmal grundsätzlich wirksam auf regionaler Ebene. Und das vermissen wir komplett und deswegen sagen wir der Bundesregierung hier, bitte positioniert diese Kompetenzzentren stark auf regionaler Ebene, vernetzt sie auf regionaler Ebene mit dem Mittelstand, mit kleineren Unternehmen, damit wir hier tatsächlich einen Know-how-Transfer hinbekommen, eine Transformation von Wissen in die Produktionsbereiche von kleinen und mittleren Betrieben, weil das wird unsere tatsächliche Zukunft sein und Deutschland ist halt stark in dem kleinen und mittleren Bereich. Über 80% der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze gibt es halt im Mittelstand und nicht in der Großindustrie. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Das Gleiche, was zu dem Thema Vernetzung ist. Die KI-Strategie der Bundesregierung sagt, dass ein Aufbau eines deutsch-französischen Forschungs- und Innovationsnetzwerkes, ein sogenanntes virtuelles Zentrum, geschaffen werden soll. Da sagen wir, es gibt bereits ein Institut, ein entsprechendes mit dem European Institute of Innovation and Technology. Das sollte doch erst einmal genutzt werden und nicht ein Bonbon für Herrn Macron in einer bilateralen Umgebung zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn, dann sollte man es richtig aufsetzen auf der EU-Ebene und dort soll es eine enge Abstimmung geben mit den KICs, so nennt man Knowledge and Innovation Communities, mit Digital, Climate, Health, Energy, um hier Doppelförderungen tatsächlich zu vermeiden.
Aber das ist so die übliche Vorgehensweise unserer Bundesregierung, viele Gremien zu bilden, frei nach dem Motto, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das merken wir auch in dem Bereich Digitalisierung zwischen Ethikrat, Digitalrat, Enquete-Kommission, Digitalministerium. Wird es hier 1:1 weitergehen? Und das kritisieren wir und sagen, macht es bitte strukturiert, macht es vernünftig, macht es zielorientiert und nicht einfach mal frei heraus. Das Gleiche ist mit der Finanzierung. Die Bundesregierung hat es schon x-mal versprochen, dort entsprechende Finanzierung durchzuführen. Auch hier wollen sie wieder eine Tech Growth Fund Initiative ergreifen. Und da sagen wir, liebe Bundesregierung, dann macht es doch endlich mal. In den Haushalten kann man davon nichts wiederfinden. Und wir müssen doch endlich mal, um wirklich mal nach vorne zu kommen, müssen doch erstmal Budgets bereitgestellt werden. Ansonsten sind das alles leere Worthülsen, die tatsächlich am Ende nichts bringen. Hier unser Punkt, stellt Finanzmittel in den Haushalt ein, damit das, was ihr auch tatsächlich dann vorgibt, auch umgesetzt werden kann. Weiterhin sagt die Bundesregierung, Standardentwicklung ist primär Aufgabe der Wirtschaft, nicht des Staates, und zwar die öffentliche Finanzierung von Normung. Sie kennen das alle mit dem DIN-Verfahren. Das stimmt aber nicht. Sondern wenn Sie die neuen Verfahren, die neuen Normungsstrategien sehen, ist zum Beispiel China ganz weit vorne, die in den Normungsgremien intensiv und mit hohen Personalanzahl auftreten und dort die Regelungen und die Normung quasi dominieren. Und das können wir so nicht zulassen. Wir müssen auch eigene Initiativen machen, um die Normung als solches tatsächlich nach vorne zu treiben und dort auch ein gewichtiges Wort mitzureden. Es ist halt nicht mehr nur privatwirtschaftliche Themenstellungen, das Thema Normung. Und Sie kennen das ganze Normung von DIN und von EITL und von allen drum und dran. Das sind zukünftige Standards, auch für die künstliche Intelligenz, die dort festgelegt werden, nach welchen Normen dort entsprechend verfahren wird. Und wir sollten dann als eine Zielsetzung, wenn wir Leitmarkt auch der KI teilweise werden wollen, das dann tatsächlich durchführen. Und wie mir mein Kollege gerade schon mitgeteilt hat, gibt es auch darüber einen Antrag. Nee, es gibt noch, einen zusätzlichen Antrag. Noch vorstellen. Müssen wir zum Blick auf die Uhr. Gut, ganz wichtig ist noch ein Punkt von vielen, vielen anderen. Die KI-Strategie der Bundesregierung sagt dort tatsächlich, wir haben 50 Leuchtturmanwendungen im Themengebiet Umwelt und Klima, wollen Sie anstoßen. Also meine Damen und Herren, 50 Leuchttürme, da haben Sie das ganze Meer ausgeleuchtet in dem Sinne. So funktionieren Leuchtturmprojekte nicht. Leuchtturmprojekte gibt es 1 bis 3, die dann aber dermaßen eine Wirkung nach außen tragen, dass wir tatsächlich das, was damit erreicht werden will, dass wir entsprechendes auch kompetentes Personal heranziehen, aber auch möglicherweise aus dem Ausland zu uns holen, Fachkräfte zu uns holen, Investoren zu uns holen, dann auch tatsächlich da funktionieren. Ich möchte nur mal ganz kurz das FED-Flagship Quantum Computer, welches mit 130 Millionen Euro finanziert wird, hier anführen. Und damit, also, vielen Dank für den Vortrag. Sie sehen, wie sozusagen detailliert und fachkenntnisreich wir in unsere Themen reingehen. Das werden Sie bei anderen Fraktionen so ohne weiteres nicht finden. Auf Abgeordnetenebene gibt es dazu noch Fragen zu dem Thema KI? Sonst kommen wir zum nächsten Thema, was auch die Republik umtreibt, nämlich wir fordern die Aufgabe der Energie- und Klimaschutz-Zwischenziele 2030 folgende und die Rückkehr zu einer faktenbasierten Klima- und Energiepolitik. Carsten Hilse wird dazu noch Ausführungen machen. Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Wir kommen jetzt quasi von dem Künstlichen zum Natürlichen wieder zurück. Wir hatten ja den Antrag schon gestellt. Wir bringen den jetzt quasi zur zweiten und dritten Lesung wieder ein. Wir sehen, deswegen referiere ich ganz kurz darüber, ganz kurz verspreche ich Ihnen, weil dieser Antrag sehr viel bewirkt hat in der Zwischenzeit. Er hat viel bewirkt in der öffentlichen Diskussion. Er hat bewirkt zum Beispiel, das schreiben wir auf unsere Fahne, dass morgen ein öffentliches Fachgespräch, seit vielen, vielen Jahren wird in einem öffentlichen Fachgespräch im Bundestag das erste Mal wieder jemand zu Worte kommen, der die Hypothese vom menschengemachten Klimawandel kritisch sieht. Das ist der Herr Nur Sharwif von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Er ist Astrophysiker und beleuchtet unter anderem die
Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität und Klimaschwankungen. Das ist das, was zu diesem Thema zu sagen ist. Wir bringen aber diese Woche noch einen anderen Antrag ein aus unserem Ausschuss. Und zwar geht es da um den Wolf. Ist ja ein ziemlich kontroverses Thema. Gestern Abend gab es eine Fernsehsendung, glaube ich, im ARD, wo das Thema Wolf auch beleuchtet wurde. Die CDU hat in ihrem letzten Antrag unter anderem gefordert, dass wir feststellen müssen, um was für Tiere es sich handelt. Also es geht ja quasi um, dass es sich zumindest teilweise um Wolfs-Hund-Hybriden handelt. Und diese Wolfs-Hund-Hybriden wären zumindest nach dem Vertrag von Rio zu entnehmen. Das heißt, Wolfshybriden wären eigentlich zu entnehmen. In der Berner Konvention steht es dann quasi nicht mehr so drin. Dort wird auch nicht mehr auf die Bezeichnung Canis lupus lupus, was Grauwolf wäre, eingegangen, sondern nur noch Canis lupus. Canis lupus ist quasi ein Überbegriff quasi für alle möglichen Wölfe, die wir auf der Erde haben, Polarwolf, arabischer Wolf, Timberwolf und so weiter und so fort. Der steht quasi laut diesem Gesetz eigentlich in Deutschland, wird er sozusagen als einheimische Rasse bezeichnet und steht bei uns unter Schutz. Gut, folgendes, ein Herr vom Arten- und Tierschutzverein hat quasi im Senckenberg-Institut in Görlitz, dort werden alle Schädel, alle Genproben sozusagen von Wölfen gelagert, das ist in Görlitz, das ist also das beauftragte Institut von der Bundesregierung, hat dort 6 dieser Wolfschädel untersucht, er hat sich einen Namen gemacht als Kraniologe, das sind Menschen, die sich mit Schädelkunde auskennen, an bestimmten Merkmalen dann sagen, okay, das ist dieses Tier, das ist so ein Tier, und hat dann festgestellt, dass alle diese 6 Schädel, dieser 74 gelagerten Schädel, Wolfs-Hund-Hybriden sind. Wir fordern in unserem Antrag nichts weiter, als dass eine Tiefenprüfung durchgeführt wird von internationalen Kraniologen und Wildtierexperten und dass die Genproben auch durch ein Genlabor, ein unabhängiges Genlabor untersucht werden, ob es sich um Wolfs-Hund-Hybriden handelt. Genau diese Forderung steht auch im CDU-Antrag drin, also diese Genproben zu untersuchen. Und wenn wir dann unter Umständen feststellen sollten, dass die meisten der Tiere, die wir hier haben, Wolfs-Hund-Hybriden sind, dann muss sich die Politik da nochmal damit befassen, ob wir jetzt quasi gegen Völkerrecht verstoßen, also gegen den Vertrag von Rio verstoßen, oder ob wir, so wie es die Bundesregierung damals bei den Migranten gesagt hat, sagen, jetzt sind sie halt da, oder ob wir dann Maßnahmen ergreifen, Gesetze ändern und so weiter. Uns geht es einfach erstmal darum, zu wissen, was haben wir hier für Tiere, und das ist alles, was in diesem Antrag steht, mehr nicht. So, jetzt hat der Carsten Hilse 2 Anträge sozusagen hintereinander kurz vorgestellt, kurz die Diskussion eröffnet, wenn es dazu Fragen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zum allgemeinen Teil. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit gibt es Fragen allgemeiner Art, die wir in dieser Runde öffnen können. Bitte. Wann wird denn die Wahl von Frau Harder-Kühnel auf der Tagesordnung stehen? Die ist jetzt auf der Tagesordnung. Wann, die wird voraussichtlich Donnerstag, wenn ich die Tagesordnung richtig gesehen habe, wird das dann zur Wahl kommen. Ich habe die Fraktionen SPD, CDU, CSU, FDP, also alle bis auf Linke und Grüne, wo das nicht sehr erfolgreich schien, gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, Harder-Kühnel in irgendeiner Form irgendwie zum Gespräch zu bitten. Sie stünde für selbiges bereit. Dazu kam es nicht. Also unser Angebot war das, vor Fraktionsgremium oder im kleineren Kreis oder wie auch immer, Frau Harder-Kühnel zu befragen, zu prüfen. Diese Gelegenheit ist nicht wahrgenommen worden. Wir sind sehr gespannt, wie die Wahlen ausgehen. Es ist in der Presse eingehend erörtert worden. Es gibt kein Argument, was irgendwie Ihnen oder mir oder sonst jemand bekannt geworden wäre, wo man Frau Harder-Kühnel nicht wählen könne. Nach Geschäftsordnung und allen rechtlichen Regeln haben wir einen Anspruch auf die Vizepräsidenten. Wir sind sehr gespannt, wie demokratisch die anderen Fraktionen sich verhalten.
Haben Sie denn in den Gesprächen Rückmeldungen gekriegt? Ich meine, klar, es stand schon diverse Male jetzt in der Presse, wie sich die anderen verhalten wollen, aber gab es da auch den direkten Austausch? Es gab den einen oder anderen Hinweis, aber das sind so Sachen vertraulicher Art. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich habe keine Rückmeldung irgendwie konkreter Art, wie eine Fraktion gedenkt, sich da zu positionieren. Gibt es noch weitere Fragen allgemeiner Art? Jederzeit gerne. Wenn nicht, dann beenden wir fast pünktlich das Pressegespräch und sehen uns dann in der nächsten Sitzungswoche zum selben Ort. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.